Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Erstes Buch Mose. Die Arten sind nicht durch wunderbare Schöpfungsakte entstanden, sondern infolge langsam wirkender und noch fortdauernder Ursachen. Charles Darwin, 1859. Evolution ist Tatsache. Warum regen sich die Leute so darüber auf? Evolution untergräbt unseren christlichen Glauben und zerstört die Kirche. Ich kann gut damit leben, ein Tier zu sein. Biologisch betrachtet bin ich ein Tier. Worin zeigt sich überhaupt noch das souveräne Schöpfungshandeln Gottes, wenn man Evolution akzeptiert? Die Bibel sagt uns nicht, wie etwas entstanden ist, sondern welchen Sinn es hat. Sie ist ein religiöses Buch. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Der Kreationismus ist in Deutschland und in Mitteleuropa auf dem Vormarsch. Die ewige Stadt. Von hier aus trat das Christentum vor etwa 2000 Jahren seinen Siegeszug um die Welt an und gelangte über Europa bis nach Nordamerika. Hier im sogenannten Bible Belt der USA ist die Kirche allgegenwärtig. In den Staaten des Bibelgürtels pflegt man ein enges Verhältnis zum Glauben und zur Tradition. My mom and daddy never raised nothing but Cain and a bunch of youngins. But everybody turned out pretty good except for me. I got that money already wanted. Im ländlichen Kentucky findet ein etwas anderes Naturkundemuseum großen Anklang. Das Schöpfungsmuseum. 300.000 Besucher strömen jährlich in die 27 Millionen Dollar teure Anlage. Im Creation Museum erklärt ein Rundgang die Vielfalt des Lebens mit der wörtlichen Auslegung der biblischen Schöpfungsgeschichte. Adam und Eva im Garten Eden. Seite an Seite mit anderen Geschöpfen, die man im Paradies nicht unbedingt erwarten würde. Sie kommen bei Groß und Klein am besten an. The dinosaurs. Aber hier geht es nicht um die Evolution Millionen Jahre alter Reptilien. Ken Ham, Gründer des Creation Museum, zeichnet ein anderes Bild. Bibel und Evolution lassen sich überhaupt nicht in Einklang bringen. Es ist nicht so, dass Gott nicht auch die Evolution hätte verwenden können. Aber wir müssen auf das hören, was Gott uns sagt. Und er sagt, er hat Adam aus Lehm erschaffen und Eva aus seiner Rippe. Er hat keine Affenmenschen verwendet. Eine Botschaft, die beim Publikum gut ankommt. Der Mensch, ohne tierische Vorfahren, von Gott vor 6000 Jahren geschaffen, zeitgleich mit den Dinosauriern. Es ist toll, die Bibel so schön und sachkundig verteidigt zu sehen. Das ist den Besuch wert. Ich fand es sehr interessant, mehr über die Bibel zu lernen und wie Gott alles erschaffen hat. Das finde ich cool. Ein ganzes Museum mit dem Ziel, die Evolutionstheorie in Frage zu stellen. Warum? Evolution lehrt die Menschen, dass es keinen Schöpfer gibt und wir das Ergebnis natürlicher Abläufe sind. Wer bestimmt dann richtig und falsch? Dann ist alles subjektiv, hängt allein von der eigenen Einstellung ab und davon, wer gerade die Gesellschaft kontrolliert und die Regeln macht. Die evangelische Kirche in Deutschland und ihre Landeskirchen lehnen den Kreationismus ab. Sie meinen, er schadet dem Schöpfungsglauben mehr, als er nützt. Dass sich dennoch immer mehr deutsche Christen zum Kreationismus bekennen,
betrachtet Hans-Jörg Kemminger mit Sorge. Er ist Beauftragter für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Aus Sicht der Kreationisten untergräbt die Evolutionstheorie die Autorität der Bibel. Es kommt im Kreationismus eine Wissenschaftsfeindlichkeit zum Ausdruck, die man vielleicht als Angst vor der Erkenntnis, vor der Freiheit der Forschung kennzeichnen könnte. Man hat Angst, der eigene Glaube würde in Frage gestellt. Baiersbronn im Schwarzwald, Sitz der einflussreichsten Organisation der Kreationisten in Deutschland. Warum die Studiengemeinschaft Wort und Wissen evolutionskritisch eingestellt ist, erläutert Geschäftsführer Reinhard Junker. Für mich ist die Bibel in Fragen der Schöpfung maßgeblich. Gott erschafft durch sein machtvolles Wort die Welt und alle Lebewesen und greift auch in den Lauf der Geschichte direkt ein. Wir sehen es auch am Wirken Jesu, der durch sein Wort Tote auferweckt hat, Kranke augenblicklich geheilt hat. Und dieses Schöpfungsverständnis der Schöpfung durch das Wort passt nicht zu einer Evolutionsanschauung, nach der die Dinge, die Lebewesen durch natürliche Prozesse ins Dasein gekommen sind, ohne willentliche Einflüsse eines Schöpfers. Und deswegen bin ich motiviert, die Evolutionstheorie kritisch zu hinterfragen und Alternativen zu entwickeln, die von der Schöpfungsperspektive und vom Schöpfungsglauben ausgehen. Überall in der Natur sucht Reinhard Junker nach Zeichen für göttliches Design. Ein Beispiel: der Bestäubungsmechanismus der Lupine. Die Blüte besteht oben aus einer Fahne, darunter zwei Flügel. Von denen nehme ich jetzt einen ab. Dann sehen wir in der Mitte das Schiffchen, das einen sehr spitzen Kiel hat. In diesem Kiel sind zusammengezwängt viele Staubblätter, die nach oben zu verdickt sind und in die Spitze hinein den Pollen entlassen. Der ist klebrig und wenn nun ein blütenbesuchendes Insekt sich in die Blüte reinzwängt, drückt die Last des Insekts auf das Schiffchen drauf und dadurch wird der Pollen an der Spitze rausgedrückt und auf den Bauch des Insekts verfrachtet, das den Pollen dann zu einer anderen Blüte mitnehmen kann und dort bestäuben kann. Die ganze Konstruktion ist also ziemlich genau durchdacht und konstruiert und funktioniert nur als Ganzes. Und auf dem Wege von zufälligen Veränderungen und Auslese von jeweils passenden Zwischenstufen ist das eigentlich nicht verständlich, wie das entstehen sollte. Was Herr Junker meint, ist, dass Naturprozesse nicht designfähig sind, also nicht auf ein solches kompliziertes Design hinauslaufen können, weil sie eben nicht gerichtet und geplant ablaufen. Dazu ist schlicht zu sagen, dass er sich täuscht. Naturprozesse sind designfähig und es gibt zahlreiche sehr gut belegte Beispiele, dass das so ist. So zeigen die Saurierskelette im Museum für Naturkunde Berlin, welche erstaunlichen Lebewesen die Evolution hervorgebracht hat. Direktor Reinhold Leinfelder erläutert, wie Wissenschaftler die Vielfalt und Neuentstehung von Arten begründen. Dass wir alle und dass die Tiere innerhalb der Arten immer etwas anders sind, liegt an der Vielfalt, und zwar an der genetischen Vielfalt, die in der DNA angelegt ist. Und je nach Umweltbedingungen sind mal bestimmte Formen innerhalb dieser Arten besser angepasst als andere. Wandern dann diese Arten auch noch selbstständig oder ändern sich die Umweltbedingungen, können unterschiedliche besonders gut angepasst sein. Diese werden dann, wie wir sagen, selektiert. Sie haben eine höhere Überlebenschance. Sie vermischen sich vielleicht nicht mehr miteinander, sodass im Laufe der Zeit dann neue Arten entstehen dadurch. In den kanadischen Rocky Mountains befindet sich eine Fossilfundstätte, die Einblicke in diesen Prozess gewährt. Professor Simon Conway Morris von der Universität Cambridge untersucht mit seinen Kollegen Tiere, die vor über 500 Millionen Jahren im Kambrium lebten. In diesem Steinbruch im Burtis-Schiefer nehmen sie die kostbaren Versteinerungen genau unter die Lupe. Conway Morris, gläubiger Christ und zugleich der Experte für die kambrische Fauna. Diese Tierarten erinnern auf den ersten Blick eher an Fantasiekreaturen aus Horrorfilmen als an Vorfahren uns bekannter Lebensformen. Wir fanden eine Reihe von Tieren, die völlig bizarr und einzigartig schienen. Aber es stellte sich heraus, dass mit diesen Formen die Grundsteine für spätere Arten gelegt wurden. Wir hatten der Evolution zu wenig zugetraut.
Der Burgess-Schiefer erlaubt uns Einblicke in die ersten Stadien der Evolution. Ich halte Mikroevolution für eine Grundeigenschaft der Lebewesen, das heißt Variationsmöglichkeiten, Spezialisierungsmöglichkeiten auf der Basis bereits vorhandener, funktionierender Fähigkeiten und Konstruktionen. Das nutzt man auch in der Zucht aus, um bestimmte Formen herauszuzüchten. Während Makroevolution bedeutet, dass neuartige Baupläne, neuartige Konstruktionselemente erstmals entstehen. Und das halte ich nicht für belegt durch naturwissenschaftliche Ergebnisse, durch Beobachtungen und durch Experimente. The fossil record is full of treasures. Es gibt jede Menge fossile Schätze, die uns zeigen, wie aus Dinosauriern Vögel wurden oder wie wir, einst Fische, an Land gingen. Once fish came onto land. Dieses Haus, ein Naturkundemuseum, hat über 30 Millionen Objekte, die belegen, dass die Evolutionstheorie korrekt ist und die uns zeigen, dass wir viele, viele Übergänge haben zwischen den Arten. Die besten Beispiele sind die Bindeglieder, etwa wie der Urvogel Archaeopteryx, der nun ganz genau zwischen den Dinosauriern und den Vögeln steht. Er zeigt etwa noch den knöchernen Schwanz von Dinosauriern. Kein Vogel hat das heute mehr. Er hat noch Zähne wie ein Dinosaurier. Er hat noch Vorder-, Krallen wie ein Dinosaurier. Er hat aber eben auch schon verlängerte Vorderarme, nämlich Flügel. Er hat Flugfedern, er hat eine spezielle Aufhängung für die Flugmuskulatur, wie wir sie eben auch von Vögeln kennen. Also genau ein Bindeglied. Charles Darwin hätte sich über diese Belege für seine Evolutionstheorie sicher gefreut. Aber sie überzeugen längst nicht jeden. Darwin hatte recht, was Auslese und Artenbildung angeht. Dass kleine Änderungen mit der Zeit aber zu neuen Arten führen, das hat er nicht beobachtet, sondern geglaubt, fälschlicherweise. Wenn wir uns im Bereich der Naturwissenschaft bewegen, dann muss man den Wert der darwinschen Evolutionstheorie und ihre Argumente anerkennen. Es gibt vor allem in der amerikanischen protestantischen Welt starke Strömungen, die die Evolutionstheorie für unvereinbar mit der Schöpfungslehre halten. Rom, geistliches Zentrum für über 1 Milliarde katholische Christen. Im Vatikan wird der päpstliche Rat für Kultur und Wissenschaft von Erzbischof Gianfranco Ravasi geführt. Er macht deutlich, aus der Bibel lassen sich keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse ableiten. Die fundamentalistische Lesart der Bibel, auch wenn ich alle Menschen respektiere, die sie vertreten, ist tatsächlich die falsche Auslegungsmethode. Sie liefert keine verbindlichen Ergebnisse. Es geht um die Geltung der Bibel. Und das Bedürfnis, das dahinter steht, ist, den eigenen Glauben sicher zu haben als absolut wahren Text. Also ein Text, der alle Fragen absolut zuverlässig beantwortet, der jeder anderen menschlichen Erkenntnis vorgeordnet ist. Das gibt ein, allerdings, wie ich meine, falsches Gefühl der Sicherheit. Ein Gefühl, das manche Gläubige um keinen Preis missen wollen. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse lehnen sie ab, sobald sie dem Bibeltext zu widersprechen scheinen. Und so formulieren sie ihre eigenen Erklärungen für die Entstehung von Gebirgen, Gesteinsschichten und Fossilien. Die Sintflut ist für die meisten Versteinerungen verantwortlich. Nicht alle, aber die meisten Saurierfossilien, die wir heute finden, stammen aus der Zeit der Sintflut. Zu denken, dass dies alles das Ergebnis einer Sintflut sein könnte, ist, mit Verlaub, völliger Unsinn. Als die ersten Forscher daran gingen, Gesteine zu untersuchen, interpretierten sie manche Formationen als Ergebnis der Sintflut. Aber heute wissen wir, wie die Steine geschichtet wurden. Über Stratigraphie und radioaktiven Zerfall können wir Steine exakt datieren. Und so sind wir sicher, dass der Burgess-Schiefer 515 Millionen Jahre alt ist, plus minus 2 Millionen. Forschungsergebnisse, die eingefleischte Kreationisten nicht überzeugen.
Wann wurde dieses Sedimentgestein abgelagert? In der Sintflut. Also müssen 100 Millionen Jahre radioaktiven Zerfalls in dem einen Jahr Sintflut abgelaufen sein. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder? In Seminarvorträgen wie diesem bringt der australische Geologe Andrew Snelling dem Publikum seine Version der Erdgeschichte näher. Mögen andere die Datierung mittels radioaktiven Zerfalls für verlässlich halten. Snelling weiß, von wem sie sich täuschen lassen. Erkennen Sie, wie raffiniert Satan ist? Er stellt die Dinge auf den Kopf. Nicht die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit, sondern umgekehrt. Die vergangene Sintflut erklärt die heutigen Fossilien. Satan hat alles um 180 Grad verdreht. Was werden die christlichen Akademiker am Tag des jüngsten Gerichts dazu sagen, dass sie ihre Studenten mit Millionen Jahren von Gottes Wort abbrachten? Der Tag des Herrn wird kommen. Gott wird über uns richten. Gott hat das letzte Wort. Die Zweifler werden vernichtet. Wir sind auf der Seite der Gewinner. Ein Vortrag von vielen im Schöpfungskolleg. Ein Fortbildungsseminar für engagierte Christen. Veranstaltet in einer Baptistenkirche in Kentucky. Von den Betreibern des Creation Museum. Die Teilnehmer sollen die Wahrheit auch mit nach Hause nehmen und in ihren Heimatgemeinden verbreiten. Und so wird nach jedem Vortrag zum Kauf von Büchern und DVDs zum Thema Schöpfung aufgefordert. Laut Umfragen lehnen etwa 40% der Amerikaner die Evolutionstheorie ab und favorisieren die göttliche Schöpfung. Diese Bücher und Materialien sind die Waffen, mit denen wir losziehen. Sie helfen uns, bessere Christen zu sein. Das Angebot an Titeln ist schier unerschöpflich. Schon die Kleinen werden auf den richtigen Weg geführt. Ich bin Grundschullehrerin und unterrichte Schöpfung und Evolution, damit schon die 9- und 10-Jährigen merken, was es mit der Evolution wirklich auf sich hat und dass der Glaube an Schöpfung eben nicht nur Glaubenssache ist. Evolutionskritische Schriften und Videos finden auch in Europa zunehmend Anklang. Sogar bei Biologielehrern. Hans-Jörg Hemminger hat seine Recherchen über den wachsenden Kreationismus veröffentlicht. Der Kreationismus ist in Deutschland und in Mitteleuropa auf dem Vormarsch, allerdings im Vergleich zu den USA auf einem relativ niedrigen Niveau von 15%. Man muss sich klar machen, dass das weitgehend an der Veränderung der kirchlichen Landschaft hängt. Wir haben viel mehr unabhängige Gemeinden, Freikirchen als früher und die sind zum großen Teil kreationistisch gesinnt. Reinhard Juncker, Geschäftsführer der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, ist Autor eines evolutionskritischen Lehrbuchs. Auch im Internet versucht er, den Kreationismus wissenschaftlich zu untermauern und wirbt in Vorträgen dafür, dass Schöpfungslehre an Schulen unterrichtet wird. Da die Evolutionstheorie die Standardtheorie in der Biologie ist, gehört sie natürlich zunächst einmal aus diesem Grund in den Biologieunterricht. Man sollte diese Theorie kennenlernen. Ich halte es dann aber für wichtig, die ungelösten Fragen der Evolutionstheorie auch zu thematisieren, Dinge zu thematisieren, die die Evolutionstheorie auch in Frage stellen und auch zu thematisieren, dass in der Ursprungsfrage, in der Evolutionsfrage, nicht nur naturwissenschaftliche Argumente eine Rolle spielen, sondern auch weltanschauliche Vorentscheidungen mit hineinspielen. Wenn man Kreationismus als alternative Erklärungsmöglichkeit zum Ablauf der Natur lehrt, dann ist das sehr abzulehnen. Kreationismus ist eben keine Wissenschaft. Aber man kann Kreationismus genau dazu verwenden, im Biologieunterricht oder am besten in einem gemischten Unterricht mit der Religion zusammen,
um zu erläutern, wie Wissenschaft eben nicht funktioniert. Kreationismus ist weder Naturwissenschaft noch Religion. Man kann ihn auch dazu verwenden, um aufzuzeigen, dass die Bibel kein naturwissenschaftliches Protokoll darstellt. Die private Johann Christoph Blumhardt Schule in Mühlacker. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Und die Sintflut war Biologieunterricht in einer der 33 freien evangelischen Bekenntnisschulen in Deutschland. Und dich dafür ehren, dass du diese Welt und uns wunderbar gemacht hast. Amen. Das wäre dann natürlich ein sehr junges Fossil. Ihr habt also 12. In dem Nebeneinander von biblischer Überlieferung und Evolutionstheorie sieht der Lehrer Thomas Pompey kein Problem. In erster Linie unterrichte ich Evolution im Unterricht, im naturwissenschaftlichen Unterricht. Und es ist natürlich dann automatisch so, dass durch die Schülerfragen bei den Themen andere Erklärungsmodelle zur Sprache kommen, sodass ich dann auch darauf eingehe. Das Thema heute: Fossilien. Wie alt sind sie? Belegen sie die tierische Abstammung des Menschen? Wie ist die Vielfalt des Lebens entstanden? Durch Evolution oder Schöpfung? Die verschiedenen Informationen, die die Menschen, die Tiere haben, die müssen ja irgendwie entstanden sein. Und Informationen entstehen halt nie von alleine, sondern es muss ein Schöpfer dabei sein. Ich finde, Menschen und Tiere haben schon Gleichheiten, aber sie wurden als einzeln erschaffen. Also nicht, dass sie voneinander abstanden oder sich auseinanderentwickelt haben. Die Menschen sind eine eigene Art und die Tiere sind wieder was anderes. Also die Tiere sind separat. Ich kann gut damit leben, ein Tier zu sein. Biologisch betrachtet bin ich ein Tier, chemisch betrachtet bin ich ein Molekülcocktail. Das stört mich aber überhaupt nicht, denn die biologische Evolution hat uns auch unser Gehirn gegeben und damit haben wir eine immense kulturelle Evolution hinter uns gebracht. Der Mensch ist also gleichermaßen Tier wie auch Geisteswesen und damit kann man doch gut leben, denke ich. Der Mensch als Tier und nicht das Ebenbild Gottes. Das ist der Stein des Anstoßes für viele Gläubige. Sie sehen den Atheismus auf dem Vormarsch. Wir finden es unfassbar, dass Schülern die Argumente gegen Evolution und für Schöpfung vorenthalten werden. Diejenigen, die das Bildungssystem kontrollieren, lehren eine Religion, und zwar die des Atheismus. In den Biologiebüchern der öffentlichen Schulen wird gelehrt, dass alles Leben, inklusive Menschen, das Ergebnis natürlicher Abläufe sei. Das ist Religion, die Religion des Atheismus. Die Frage, was in der Schule über die Ursprünge des Lebens gelehrt wird, bewegt Amerika schon seit bald 100 Jahren. In diesem Gerichtsgebäude in Dayton, Tennessee, fand 1925 ein denkwürdiger Prozess statt, den Daytons Einwohner alljährlich in einer Theateraufführung wieder aufleben lassen. Damals war es in einigen Staaten verboten, Evolution zu unterrichten. Und so landete der Biologielehrer John Scopes auf der Anklagebank. Er hatte die Abstammung des Menschen von tierischen Vorfahren gelehrt. Im sogenannten Scopes-Affenprozess vertrat William Jennings Bryan, ein strenggläubiger ehemaliger Präsidentschaftskandidat, die Anklage. Er überzeugte die Geschworenen, die schnell zu einem Urteil kamen. Scopes wurde schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Bis 1967 blieb die Evolutionslehre aus Tennessee Schulen verbannt. Manche Kreationisten würden die Uhr gerne zurückdrehen. Ihnen geht es dabei aber nicht um einen akademisch-wissenschaftlichen Diskurs. Für sie steht viel mehr auf dem Spiel: die christlich-moralischen Werte der Gesellschaft. Was schreibt Präsident Obama in seiner Autobiografie? Wir sind keine christliche Nation mehr, sondern auch eine jüdische, muslimische, buddhistische, hinduistische und eine der Nichtgläubigen. Und da geht es nicht um Religionsfreiheit. Er sagt, dass christliche Werte nicht mehr das Denken dieser Nation bestimmen. Zum Beispiel erklärte er den Juni 2009 zum Schwulen-, Lesben- und Transsexuellen Monat und rief die Amerikaner dazu auf, homosexuellen Heirat zu unterstützen. Sexual marriage and so on.
Und so zeigt das Creation Museum nicht nur das Paradies, sondern auch die Folgen des moralischen Verfalls. Massachusetts erlaubt Homo-Ehe. Kein Himmel, keine Hölle, nur Wissenschaft. In dieser Gasse im Museum zeigen wir, warum diese Dinge geschehen. Aufgrund von Sünde. Wir leben in der Welt nach dem Sündenfall. Unsere Kinder begegnen überall Gewalt und schrecklichen Dingen. Die Bibel verbirgt den Schrecken nicht für uns, sondern erklärt uns, warum diese schrecklichen Dinge geschehen. Leid und Unmoral ohne Schöpferglauben. Neben Gewalt, Drogen und Homosexualität wird auch Abtreibung angeprangert. Ein Thema, das gerade den jüngeren Besucherinnen näher gebracht werden soll. Unsere Ziele sind nicht politisch. Uns geht es nur darum, zu informieren. Es sind die Menschen, die die Kultur formen. Wie sie denken, was sie glauben. Das beeinflusst natürlich, wen sie wählen. Wie sie sich als Schulbeiräte, Politiker oder Richter oder was auch immer verhalten. Eine Revolution gegen die Evolution? Was, wenn die Naturgeschichte im Sinne der Kreationisten umgeschrieben würde? Ich sehe durchaus eine Gefahr für die Akzeptanz der Naturwissenschaften. Und die brauchen wir mehr denn je. Denn die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft, die Klima-, die Umweltkrise, benötigen eine Wissensgesellschaft, benötigen viel naturwissenschaftliches Verständnis. Und das versucht natürlich auch der Kreationismus zu beschädigen. Interessanterweise sind die Kreationisten dort mit den neuen Atheisten vollkommen einig. Beide Seiten glauben, dass Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube nicht zusammengehen. Nur die einen opfern dann die Evolutionstheorie und die anderen den Schöpfungsglauben. In der Mitte stehen die vernünftigen Leute, die sich darüber im Klaren sind, dass menschliche Erkenntnis nie alles abdeckt, was ist. Für ein vollständiges Bild vom Menschen braucht man Wissenschaft und Philosophie und vielleicht auch die Theologie. Ich persönlich habe gar kein Problem damit, die Tatsache der Evolution und meinen christlichen Glauben unter einen Hut zu bringen. Ich würde die Debatte darüber gerne aufbrechen. Denn ich denke, sie versinkt momentan in beiderseitigem Fundamentalismus. Ich fürchte, dass die Menschen Angst haben, Evolution würde sie irgendwie minderwertig machen. Aber dass wir uns unserer eigenen Existenz bewusst sind, dass wir die Welt um uns herum verstehen, ist das nicht das, was uns eigentlich zu Menschen macht? Und dass wir in den Fossilien diese erstaunlichen Übergänge erkennen können, ist das nicht einfach wunderbar?